Wegen der Schuldenkrise mussten in diesem Jahr zahlreiche Menschen ihre Häuser verlassen. Minderjährige haben in Deutschland keine feste Bleibe. Die meisten sind aus ihren Familien geflohen, vor Gewalt, Verwahrlosung, Hoffnungslosigkeit und bösen Erinnerungen. Die Notlage aufgrund der Krise weiter zu. Im Bahnhofsviertel ist fast alles käuflich, sogar Kinder. Und diese leerstehenden Häuser, auch Supermärkte und Hotels. Die anhaltende Krise hat viele Haushalte schwer getroffen. Das ist der Verlust von Arbeit an die Häuser. Yeah, yeah, yeah. Trink mir den Wodka nicht komplett leer. Vom Osa will ich auch noch was haben, ne? Ja, ja. Okay. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich danach gefragt, wie es hier weitergehen soll. Denn finanziell geht's steil bergab. Das Amt hat Wochen nichts gezahlt und Arbeit finde ich auch nicht. Vielleicht, weil ich zu faul bin. Auf der einen Seite will ich, auf der anderen verkacke ich mein Leben und verstehe nicht, worin der Sinn von Arbeit liegt. Ich zitiere Oscar Wilde und hoffe auf ein Bürgergeld, doch momentan verzweifle ich, weil mir das Geld fürs Zimmer fehlt. Mein Mitbewohner droht mir, mich in einer Woche rauszuschmeißen, wenn ich es nicht hinbekomme, den Rest der Kohle aufzutreiben. Und ich kann ihn gut verstehen, er hatte das Problem schon mal. Außerdem muss er genau wie ich an jeder Ecke sparen. Verdammt nochmal, die Krankenkasse sitzt mir auch im Nacken. Ein paar hundert Euro Schulden jeden Monat auf der Backe. Und von der Straßenmucke kann ich auch nicht wirklich leben. Miete zahlen wird schon klappen, doch das Essen wird containert und der Tabak wird geschnorrt. Fuck, ich kann das nicht ertragen, die scheiß Bullen suchen mich, weil ich für Schwarzwaren nicht zahlte. Und es kommt mir wieder vor, wie vor 2 Jahren im Schwabenland. Nur, dass ich kein Pack mehr ziehe und Party mach den ganzen Tag, ich habe satt. Und ich red nicht von genug zu essen. Am liebsten würde ich ja bauen, um mit meinem Mädchen durchzubrennen. Aber für ein selbstversorgtes Leben auf dem Land bin ich so unerfahren. Ich weiß nicht mal, wie man Feuer macht, geschweige denn, wie man einen Acker wirtschaftlich betreibt. Spätestens nach einem Monat würde ich verhungert sein. Also wird das auch nichts mit dem Aussteiger-Kommunen-Style. Wahrscheinlich muss ich doch ein kleines Rädchen der Gesellschaft sein, das jeden Tag rotiert, bis seine Reibungskraft verschwindet. Und mit Geld gespielt wird ich ein Teil dieser Maschine. Ich hasse die Systematik hier, die jeden regiert. Man braucht keinen, der bereit ist, die Fäden zu ziehen. Wir sind alle Kapital gesteuert, Bourgeoisie und Arbeiter. Es würde viel erleichtern, wenn man ein konkretes Feindbild hat. Aber letztlich sind wir in der ganzen Scheiße eingebunden. Jeder einzelne von uns hat sich scheinbar abgefunden, dass man nichts verändern kann. Wir wagen nicht zu kämpfen. Wir denken, wir wären frei, doch wir haben alle unsere Ketten. Nennt mich weltfremd und verblendet. Vielleicht trage ich zu viel Hass in mir. Vielleicht renne ich im Wahn im Ideal nach, dass es gar nicht gibt. Und wahrscheinlich suche ich nur nach Ausreden, um mich zu rechtfertigen, warum ich eine Ausbildung nicht will. Ich kenne mich, ihr müsst mich nicht jedes Mal daran erinnern, dass ich Macken hab und Sachen mach, die alles nur verschlimmern. Ich bin unperfekt und das klingt jetzt vielleicht selbstmitleidig, doch ich weiß auch, wer ich bin und kenne meine stärksten Seiten. Ich weiß, dass ich lyrisch ein Talent hab und es nutzen kann. Ich hab immer offene Türen, wenn Leute keine Butze haben. Und ich bin spendabel auch, wenn ich selten Geld am Start hab. Und mein großes Herz würde glatt die ganze Welt umarmen. Ich weiß, dass es komisch klingt und es oft scheint, ich könne nichts. Doch es wird sich was verändern, ich bin was Besonderes. Ich kann leider nur was mit Akkorden oder mit einzelnen Tönen sagen. Ich kann nicht improvisieren.